Hi, schön euch hier wiederzusehen. Das, was ihr hier seht, ist auch eine neue Erfindung aus dem Hause der DSV. Das ist Country Multilife. Country Multilife besticht dadurch, dass es mindestens 5 Arten aus 3 verschiedenen Pflanzenfamilien sind. Da ist unter anderem auch Futter, Chicorée und Spitzwegerich mit drin. Das sind sehr, sehr tief wurzelnde Arten. Das kann ich euch jetzt hier natürlich nicht zeigen. Von oben sieht der Bestand super aus. Es gibt super energiereiches und qualitativ hochwertiges Futter für die Rinder. Doch was diese Mischung auch noch kann und warum die bei Trockenheit besonders gut bestehen kann, das kann ich euch besonders an dem Wurzelbild zeigen. Und dafür haben wir für euch hier was aufgebaut. Ich zeige euch das. Das, was wir hier sehen, ist ein sogenanntes Rhizoton. Ein Rhizoton kann man darstellen im verdeckten Zustand, wie die Pflanzenwurzeln sich entwickeln. Und was wir hier sehen können, dass diese Mischung Country Multilife innerhalb von 6 bis 8 Monaten Vegetation einen Wurzeltiefgang von bis zu 1,50 Meter hat. Und hier ist auch eine künstlich eingebaute Speerschicht. Und selbst die Wurzeln waren in der Lage, diese Speerschicht zu durchdringen und dadurch tiefgelegene Nährstoffe noch zu erreichen, dass sie nicht ins Grundwasser auswandern können. Die Vegetationszeit dieser Zwischenfrucht bzw. dieses Feldgrases in diesem Rhizoton betrug nicht einmal 8 Monate. In 8 Monate konnten die Wurzeln bis auf über 1,50 Meter Tiefe hinunterwachsen. Dazu konnten die Wurzeln diese eingebaute Störschicht nahezu ohne Probleme durchwachsen und Nährstoffe, die auch in größerer Tiefe sind, erschließen. Das ist besonders wichtig, wenn man jetzt auch noch weiß, dass die gesamte organische Masse einer Pflanze aus bis zu 40% Wurzelmasse bestehen kann. Wurzeln bilden einen erheblichen Teil der organischen Masse und vor allen Dingen einen erheblichen Teil zum Humusaufbau bei. Und das ist für unsere Zukunft und die Landwirtschaft essentiell.